Was geht ab, meine Freunde? Hallo, ich muss gerade meine Kopfhörer hier ein bisschen einstellen. Ja, in der letzten Folge sind wir da stehen geblieben, dass wir unsere Quarry platziert haben. Und die müssten ja im Prinzip weitergearbeitet haben, weil Quarries sind ja Chunkloader. Hello. Hallo. So. Die Windräder laufen. Quarry ist schwarz. Arbeitet nicht mehr. Scheint aber. Wir schauen mal. Boah. Schaut mal hier unten. 36 Cobblestone, der letzte Slot. Scheint gerade so gereicht zu haben. Heftig. Guck mal das. Was hier abgeht im Chat, richtig Updates, dies, das. Schaut mal, da ist... Was geht ab bei Downloads? Schaut mal, das ist richtig am Malochen. Aber man sieht... Ach nee, das ist ja nicht... Stimmt, das war ja dieses Ding hier. Ah, guck mal, da kann man richtig cool, glaube ich... Zinus. Digital Miner. Da kann man so schön einstellen, was er denn farmen soll. Sortieren und so ein Mist. Da sieht man ja, wie wenig Eisenzinus hat der kleine Fackel. Läuft bei dem auf jeden Fall. Aber unsere Quarry hat gearbeitet. Und ich weiß auch schon, was wir besser machen können. Und zwar den ganzen Cobbles. Oh, schau mal, wie viel dieser Saphir. Zack, wir holen jetzt erstmal hier Eisen. Dias, super, was wir hier alles mitbekommen haben. Quartz ist gar nicht so viel, wie ich dachte eigentlich. Tin auf jeden Fall, Lead. Osmium nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Zink erstmal nicht, Thorium. So, was haben wir denn noch Schönes? Zink, Lithium, Magnesium, Silber. Kann man mal mitnehmen, muss man aber nicht. So, und ich würde sagen, pass auf, ein Windrad nehme ich mal wieder mit. Denn eins brauchen wir auf jeden Fall noch. Und zwar, weil wir müssen ja unser Storage noch betreiben, unser ME-Storage. Das lasse ich aber mal alles so stehen. Denn ich möchte, Leute, Ressourcen laufen bei uns langsam. Das freut mich wirklich. Ressourcen laufen langsam. So. Da haben wir es. Das können wir direkt wieder hier positionieren eigentlich. Nehmen wir hier Advanced. Wie geht's Ihnen? Zack, Bamsen. So, und jetzt müsste das alles wieder laufen. Es verbraucht, es verbraucht, es verbraucht, es verbraucht. Überlebt es eigentlich mit einem? Was haben wir eigentlich uns so ein Network-Tool gebaut? Ne, haben wir nicht. 51 RF. Ich hoffe, das reicht. Ah, wir haben ja noch hier Kohle. Deswegen nimmt es auch nochmal ein bisschen ein. Ah, jetzt wird schwer, alles einzufüllen. Okay. Ja, wir haben halt keinen Platz aktuell. Das ist ein Problem. Deswegen müssen wir erstmal doch noch ein bisschen mit Chests leben. Erstmal ein bisschen noch mit Chests leben. Aber... Was wir brauchen, ist ein Voidpipe oder so, womit wir nämlich in Ruhe dann das Cobblestone und alles aussortieren können von unserer Quarry, weil die brauchen wir ja nicht. Versteht ihr, was ich meine? Guck mal hier, das können wir mal alles schon mal hier erstmal wegpacken. So, nee, das brauchen wir. So, Lapis haben wir jetzt endlich auch Saphir, das ist auch gut. Damit können wir uns nämlich auf jeden Fall... Können wir uns... Ah, schade, wir können uns leider nicht so eine... hier, eine Pexel machen aus Saphir, das ist schade. Hat schon ein bisschen Hoffnung. So, aber auf jeden Fall... warte mal. Das ist von Thermal... Von Thermal Expansion. Da gab es ja mal... Da gab es ja mal diese Möglichkeit.
weiß es jetzt gar nicht. Moment, ansonsten Diamond. Gibt's denn die Diamond Pipe? Was gibt's denn überhaupt für Pipes? Da. Guck mal. Diamond Transport Pipe. Sorts Items, das ist genau das, was wir brauchen. Und am besten noch eine Void Transport Pipe. Floral Black Powder, Ink Sack. Guck mal, das ist doch alles easy für uns zu bekommen. Theoretisch. Quarzglas, haben wir Sand? Ich habe hier keinen Sand mitgenommen, ich Idiot, ne? Das ärgert mich jetzt aber auch wieder. Egal, wir hatten ja da hinten so eine schöne Stelle. Was sagt die Zeit? 6 Minuten. So, hier haben wir ja ein bisschen auf jeden Fall. Das können wir mal alles mitnehmen. So. Das ist aber gut, dass wir uns eine Quarry hier besorgt haben. Wir können das, ich mache das jetzt erstmal mit einer VoIP und einer Filterpipe, dass die Cobblestone alle, also Cobblestone, Gravel, alles gelöscht wird. Also schön in die VoIP-Pipe rein. Das mache ich auf jeden Fall. Und danach kann man das auf jeden Fall so machen, dass wir mit einer Ender-Chest, ich weiß gar nicht, gibt es hier Ender-Chest? Ender-Chest. Ja, das ist aber leider nicht die, die ich meine. Aber auf jeden Fall... Da gibt es auf jeden Fall irgendwas, dass es die in eine Truhe kommen, was die Quarry abbaut, welches sich hierhin zu uns in unser Lager teleportiert, dass wir es direkt von hier aus verwalten können. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, und jetzt wollten wir erstmal gucken. Dime, also erstmal Pipe. Was es denn hier Schönes für Pipes gibt. Mach uns erstmal eine Diamond Pipe. Kostet 2 Diamonds, ist aber nichts für uns, denn wir haben ja jetzt mittlerweile unsere Quarry. Womit wir locker easy, dann brauchen wir auch die hier nicht mehr. Golden Transport Pipe können wir eigentlich auch machen. Damit transportieren die sich auf jeden Fall schneller, die Items, als mit einem normalen Steinpipe zum Beispiel. Oder Holzpipe. Extraction Pipe. Ich glaube, wir brauchen... das aber trotzdem... Weil, ich glaube, das muss man dann aus dem Quarry rausholen. Aber ich weiß nicht, ob die Quarry selber schiebt. Ich mache mir auf jeden Fall mal welche. Weil Wooden Transport Pipe kann sein, dass das immer am Anfang da sein muss. Wisst ihr, was ich meine? Dann bräuchte man eigentlich auch noch eine Engine von BC Transport. BC Transport. Und zwar... Redstone Engine. Die hier. Glaube ich. Aber ich glaube, bei einer Quarry ist das nicht nötig. Ich lasse das mal weg. Voidpipe, genau. Inksack brauchen wir dafür. Da habe ich aber auf jeden Fall nichts. Ich wusste es. Pipe. Schauen wir mal hier. Void Transport Pipe. Ich brauche irgendwas Schwarzes. Was kann man denn alles nehmen? Inksack. Black Cold Honey Drop. Black Dye. Haben wir irgendwo eine schwarze Pflanze vielleicht hier in der Nähe? Und ich guck mal beim Zinus, ob der, was hat. Warte, aber warte, da hinten. Ich sehe schon eine schwarze Pflanze. Brauchen wir nicht zum Zinus zu gehen. So, Bamsen. Nein, das ist nicht das. Kacke. Das ist leider nicht das, was ich gebrauchen kann. Es geht ab, Zenots! Z. Mit Zenots. So. Dann schauen wir mal bei dem. Der hat da bestimmt nichts gegen. Wenn wir uns einen Inksack holen oder so. Da. 1 hat der nur. Braucht er nicht. Kriegen wir schon hin. Krass. Diese teleportable Dingens. Eine Haltbarkeit. Das wusste ich gar nicht. Muss man, glaube ich, mit Energie immer wieder auffüllen. Das kann natürlich sehr gut sein, meine Freunde. So, dann machen wir uns noch schön eine... was bauen wir jetzt noch für Void? Redstone. Habe ich Redstone? Oh, ich könnte auch... Ach, gut, dass ich das mitgenommen habe. Gut, dass ich das mitgenommen habe. So, prinzipiell
müsste das jetzt laufen. Wir schauen uns das einfach mal an. Handy Vibration immer weiter. So, da Arena, Teleport, erstmal ein bisschen laden lassen wegen Laggerei, wie immer. So, dann gehen wir hier hin, Farmbereich, 360 No-Scope. So, da hinten müssen wir lang, da lang, oder? Ja. So, wir müssen nämlich jetzt so schnell es geht mit unserer Quarry so viele Ressourcen sammeln, wie wir können. Dann mit diesen Ressourcen am besten das so machen, dass die sofort in unser Lager transportiert werden. Kriegen wir hier Schaden? Ja, kriegen wir. Dass die über eine Ender-Chest oder was auch immer da aktuell existiert, weiß ich gar nicht, muss ich mich noch einlesen. Dass diese dann eben in unser Lager transportiert werden, direkt in unser System rein, in unser ME-Storage am besten. Außer Cobblestone und so ein Shit. Und dann können wir besser leben auf jeden Fall. So. Pass auf. Nee, warte, was sagt die Zeit? Wir bauen das mal alles ab, weil wir gehen jetzt ja natürlich in eine andere Location. Müssen wir uns ja ein bisschen verschieben jetzt. So. Und hier, zack, dann die noch wegmachen. So. Puh. Was brauchen wir denn? Komm, Salz, ich nehme alle Ores mit. So, Kohle, Redstone, das. Obsidian kann man auf jeden Fall mitnehmen. Komm, ein Stack Sand kann man auch. Salz hier nochmal. Aber ich glaube, der Rest ist nur Kobbel und so ein Shit. Uranium kann man auch mitnehmen. Aber ich wüsste jetzt nicht, komm, Dirt kann man wegschmeißen dafür. Und dann würde ich sagen, machen wir die Chest kaputt. Da ist sie gelandet. Und dann müssen wir, nee, jetzt müssen wir irgendwas wegschmeißen auf jeden Fall. Komm, Flint machen wir auf jeden Fall weg. Bis wir die Diamond Chest bekommen. Das kann sich jetzt nur um Jahre handeln, meine lieben Freunde. So, dann nehmen wir nämlich die Diamond Chest mit, die Quarry natürlich. Oh, oh. Ich hab's schon gehört. Ich hab's schon gehört aus der Entfernung, ne? Dieses Vieh, ne? Ich hab's schon gehört. Zum Glück habe ich eine Rüstung. Ach Mist, jetzt hebe ich, glaube ich, wieder richtig viel Müll auf. Ach komm, wo ist denn die Diamond Chest? Da ist sie, endlich. Jetzt ist natürlich Nacht. Hey. Kannst du schlafen? Boah, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht reingekickt werde. Oh. Das war knapp, meine Freunde. Das war knapp, knapp. Bei dir war kein aktivistiven. Ah. Geht schlafen. So, jetzt nehmen wir noch die Quarry mit. Da müssen wir auch gucken, was für keine Wolle, kein Bett. Was schmeiße ich weg? Komm, hier, Boron-Ohr. Oder was ist denn besser hier? Nuklearcraft. Ich glaube nicht, dass ich mit... So, ich würde sagen, dass wir nach da hinten gehen. Ich habe hier wieder kein Wassereimer dabei, ne? So, Bamsen. Guck mal, hier hat sich jemand... Hier hat sich jemand auf jeden Fall gemütlich gemacht. Kann man eigentlich direkt da ansetzen dran. So. Jetzt haben wir natürlich nur Sand, weißt du? Und nichts anderes, womit man bauen kann. Jetzt. Komm, ich mache mir mal Sandstone. Kommt schon, Leute. Kommt schon. Einer noch zum Schlafen legen. Tut mir den Gefallen. Skelett, schieß mich nicht ab. Los, Rack, Rack. Jawolski, nice. Danke, liebe Freunde. Ihr seid nett. So. Ja, komm.
Die übertreibt halt. Komm, Creeper, du auch noch hier. Komm, geh ins Wasser und stirb da drin. Lasst mich jetzt endlich in Ruhe bauen, ihr kleinen Reiter. Eins, zwei, da. So, das ist so eine gute Höhe. So. Bam, bam. So, was haben wir denn hier? Hier sind wir genau hier an der Kante. Dann würde ich sagen, hier platzieren wir die Quarry. Falsch rum. Hier platzieren wir die Quarry. Dann kommt genau hier vor... Wow, ist ja knapp. So eine Landmark. Ich glaube, ich darf nichts in der Hand halten dafür. So, dann dürfen wir... 64 Blöcke habe ich gesehen. So, das ist 68. 968, das heißt bei 994. Auf jeden Fall. 994. So. Dann nehme ich mein Loch auf jeden Fall mit. Komm, wir machen sicherheitshalber 995. Ich weiß jetzt nicht. Ja, lol, das ist hier sogar die richtige Höhe, ne? 73 auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Minus 158. Wir gehen hier in die Höhe. 118. 222, glaube ich. Irgendwas da um den Dreh müsste das sein. So. Ich würde sagen, wir machen das so ungefähr. Komm, hier, das reicht auch. Okay, hier sind wir auf jeden Fall zu tief. Da müssen wir, glaube ich, noch eins nach oben. Ich glaube, 73 war das ja. Nice. So, jetzt haben wir eine Fläche markiert, die auf jeden Fall gut aussieht. Wir können dann auf jedensten Dirt, Sand und Koblestone rausfiltern. So. Jetzt hole ich mir noch ein bisschen Sand mit zum Hochbauen. Wir müssen ja noch unser ganzes Kabel und so verlegen, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Nase kitzelt wie immer. So. 42, so 10. Das ist ja natürlich auch immer so eine magere Ausbeute, ne? Guckst du schon alles wieder weg. Ja, genau. Und da ist jetzt das natürlich noch weg. Ich hätte niemals so viel Sand wegschmeißen dürfen. So. So, schauen wir mal. Das funktioniert doch so. Das müsste ja so funktionieren, vermute ich mal stark. So. Dann würde ich sagen, dass wir die Energiequellen, die müssen ja hier auf jeden Fall platziert werden. Stein! Ich brauche jeden einzelnen Stein. Deswegen geh nicht weg und bleib bei mir. So. Windturbine. Haben wir hier zwei Stück. Dann hier Bamsen, Bamsen. Ich connecte es noch nicht. Ich möchte erstmal probieren. Ob ich das instant mit so einer... Scheint zu funktionieren. So, dann müssen wir jetzt nämlich filtern. Und zwar... Hier kommt dann die Diamond Chest hin. Und hier Void Transport Biebe. Dann machen wir... Das war nicht so gewollt. Dann machen wir hier mal Rechtsklick. Filters, das ist gelb, also in die gelbe Richtung, also hier. Soll Sand, Sandstein, Quicksand, Koblestone brauche ich auch noch. Ich will jetzt hier irgendwie unten Cobblestone holen, ey. Da haben wir Cobble.
Zack, 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 zack. Ich hoffe, dass mit den... Boah, wir sind jetzt hier schon so ein bisschen, glaube ich, über der Folge. Ja, komm, dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge, damit wir uns auch besser konzentrieren können. So, meine lieben Freunde, schaut auf jeden Fall nächstes Mal vorbei. Da werden wir dann nämlich unsere größte, bis jetzt größte Quarry aktivieren. Mit einem Filtersystem, dass wir den ganzen Crap nicht kriegen, sondern erstmal nur die guten Ressourcen. Und ja, hinterlasst eine Bewertung, einen Kommentar. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut rein. Tschüss.